Hi, meine Lieben. Weihnachten ist vorbei. So gut wie, glaube ich. Heute Abend, Mitternacht ist es vorbei. Und heute hatten wir einen sehr windigen, eisigen Tag und gleichzeitig einen wunderschönen Sonnenuntergang, blauen Himmel, wunderbaren Spaziergang zum Abschluss. Und ja, es war sehr schön. Und ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich hoffe, es war auch schön für euch. Und eines der Dinge, die dazu beigetragen haben, dass es für uns alle, unsere Familie, wir waren drei Generationen hier, dass es wirklich schön war, ist, dass ich vor einiger Zeit gelernt habe, aufzuhören mit diesem verdammten Wunsch danach, Recht zu haben. Ihr kennt das, ja, man sitzt zusammen, man fängt an, über irgendwas zu diskutieren und dann möchte man seine Meinung durchsetzen, dann sagt der andere was, was einem nicht gefällt und dann will man den anderen überzeugen. Das ist dieses verdammte Bedürfnis danach, Recht zu haben, was zu so vielen Konflikten und zu so vielen Eskalationen führt. Und auch dieses Jahr wieder, ich habe gelernt, das loszulassen. Was braucht's, dass wir nicht mehr Recht haben wollen? Dass wir stattdessen frei sein wollen. Weil das ist für mich genau der Unterschied. Frei zu sein von diesem Bedürfnis, ich muss andere überzeugen, ich muss beweisen, dass ich Recht habe. So, das ist eines der Tools, die ich wirklich auf die harte Art und Weise gelernt habe, die Frage zu stellen, was, wenn ich nicht Recht haben müsste. Und habt ihr vielleicht geguckt, ich habe von einem chinesischen Philosophen heute ein Zitat gepostet, da ging es auch darum, das Recht oder Unrecht haben loszulassen, wenn das keinerlei Bedeutung hätte, Recht oder Unrecht zu haben. Weil auch wenn wir fühlen, dass wir Unrecht haben, machen wir uns verkehrt, versuchen wir uns zu beweisen, dass es doch nicht so ist, dass wir doch Recht haben. All das bringt uns in Abhängigkeiten von den Ansichten anderer und von den Ansichten in uns selbst, die wir glauben haben zu müssen, um zu beweisen, dass wir richtig sind. So, wenn wir loslassen können von diesem Wunsch, Recht zu haben und wenn wir nicht mehr einen Widerstand dagegen haben, Unrecht zu haben, wenn einfach nur alles eine Ansicht ist, dann wird es leicht. Und ich habe an diesen Weihnachtstagen, es war kein Wochenende, ne? Wir haben jetzt heute Dienstag, Mittwoch, weiß der Geier, mit unserer Familie, wir waren drei Generationen hier und alles war so easy. Und ich habe das Gefühl gehabt, allein die Tatsache, dass ich losgelassen habe von diesem Recht oder Unrecht-Dingens, dass die anderen auch loslassen konnten. Und dann gab es zwar heftige Gespräche, ja, so, wir haben hier sehr junge Leute gehabt, die leidenschaftlich das vertreten, was sie für richtig befinden. Und doch konnten sie gleichzeitig loslassen, dass die anderen das auch so sehen müssen. Sie konnten stattdessen die Qualitäten der anderen sehen, die Bereitschaft der anderen, freundlich zu sein und die Würdigung zu sehen, die andere ihnen entgegenbringen, auch wegen ihrer Leidenschaftlichkeit. So, es war für mich wirklich eine wunderbare Geschichte. An diesem Weihnachten, eine wunderbare Weihnachtsgeschichte. Da hat sich so viel getan. So, das ist eins meiner Lieblingswerkzeuge. Echt, als ich das mal richtig begriffen hatte, ich muss nicht recht haben. Es ist wurscht, wenn irgendwer mir erzählt, ich hätte Unrecht. Es ist völlig egal. Ich kann ich sein, ich kann freundlich sein, ich kann bei mir bleiben. Seit ich das kapiert habe, ist alles so, so viel leichter. So, das ist das Werkzeug. Ich hätte es euch vor Weihnachten sagen sollen. I'm sorry. Aber ich meine, es kommt ja noch Silvester und noch mehr Feierlichkeiten, wo ihr vielleicht mit Familie oder Freunden zusammen seid. So, wie wäre es, wenn ihr dieses Werkzeug für euch benutzt, in euer Herz nehmt? Und wer mehr Werkzeuge haben will, ich beginne am 7. Januar wieder mit den 7 Tagen, 7 Tools, die dritte Runde. Ich weiß nicht, noch nicht, was ich tun werde. Das entscheide ich jeden Tag spontan, welches Werkzeug
kommt, was, welches Werkzeug für alle der größte Beitrag ist an diesem Tag. Wir werden Energie ziehen, wir werden Meditationen machen, wir werden den Tag beginnen um 8 Uhr in der Früh mit einem Werkzeug und mit Energie spielen. Und ich freue mich, wenn wieder so viele dabei sind wie die letzten beiden Male. Und dank all denen, die bisher dabei waren. Und auch all denen, die jetzt für den rauen Nachts-Zooms dabei sind. Wir sind fast 280 Leute. Und ich hüpfe jetzt gleich auf diesen Zoom, der beginnt um 8. Und ja, wollte nur kurz mit euch das teilen, dieses, was braucht's, um nicht mehr Recht haben zu wollen? Und was braucht's, dass es einem egal ist, ob man Unrecht hat? Was, wenn alles nur eine interessante Ansicht wäre? Und was, wenn wir alle freundlich sein könnten miteinander? Das könnte echt der Geist der Weihnacht sein. Okay. So habt noch einen schönen Abend. Danke.